ESTV, Videos aus der Region. Heute haben wir den Zweitplatzierten der SWE Vereinshelden hier bei uns, die Tierrettung Mittlerer Neckar. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite zu diesem tollen zweiten Platz. Der Name verrät es ja so ein bisschen, bei euch geht es um Tiere. Was genau macht ihr denn? Also wir retten Tiere bzw. verletzte Tiere, kranke Tiere, Fundtiere. Wir ziehen Tiere groß, die ohne Eltern aufgefunden werden, also Wildtiere praktisch. Und ja, päppeln sie dann auf, dass sie wieder in die Freiheit können. Seit wann gibt es denn euren Verein? Seit fast 11 Jahren jetzt. Welche Art von Tieren kommen denn zu euch oder was hattet ihr schon alles bei euch im Wagen sozusagen? Im Wagen, das Größte war ein Schaf und Ziegen und dann halt alles, was kleiner ist. Also von der Tierart ist wirklich alles, es ist alles dabei. Ja. Da muss man sich dann ja aber auch ganz gut auskennen. Wer macht denn da bei euch mit? Sind das Tierärzte, Ehrenamtliche? Nein, oder? Wir haben Tierunfallsanitäter, wir haben Tiernotfallsanitäter, die eine dementsprechende Ausbildung natürlich haben in der Sicherung und in der Handhabung von solchen Tieren. Und ja, und am Anfang war es halt viel Learning by Doing, aber ja, klappt alles. Man kommt rein mit der man Zeit, kommt rein, die ja. Erfahrung macht. Ja, genau. Wie kann man euch denn erreichen und auch in welchen Fällen? Also im Prinzip kann man uns bei allem erreichen. Wir haben eine Notfallnummer, eine 24-Stunden-Notfallnummer. Steht hier groß auf dem Auto drauf. Und da sind wir eigentlich immer erreichbar. Nachts wäre es schön, wenn es dann wirklich nur Notfälle sind, weil manchmal rufen die Leute auch wegen Kleinigkeiten an. Aber sonst sind wir immer erreichbar und immer einsatzbereit. Wie läuft denn dann letztendlich auch so ein Einsatz ab? Gibt es da so eine Routine, wie es ständig immer gleich geht oder ist es komplett unterschiedlich? Es kommt immer darauf an, zu was für ein Tier man fährt und was das Problem jetzt gerade ist. Also wenn ich ein angefahrenes Tier habe, ist natürlich was ganz anderes, wie wenn ich ein Fundtier habe oder wenn irgendwo ja, eine Schlange rumkriecht. Also das ist dann was ganz anderes. Also jeder Einsatz ist ein für sich individuell. Das mit der Schlange war schon mal ein gutes Stichwort. Mich würde denn mal so eine skurrile Rettungsaktion interessieren. Hattet ihr da mal was, was einem im Kopf geblieben ist? Wir hatten in Esslingen, gerade am Neckar unten, das war jetzt 3 oder 4 Jahre her, sind wir von der Polizei gerufen worden, dass eine Schlange, die nicht heimisch ist hier. Und dann sind wir da hingefahren und meine Kollegin geht dann runter ans Wasser und schreit hoch, du, das sind 2 Köpfe. Dann habe ich gesagt, okay. Und wir haben oben gerade so eine Rundung gesehen von der Schlange. Und dann habe ich gesagt, jetzt ziehen wir einfach mal. Und dann haben wir gezogen und gezogen und gezogen. Und nachher war es eine 4-Meter-Python und eine 2,5-Meter-Boa, die dort am Neckar lagen. Jetzt seid ihr ja die Zweitplatzierten von den SWE-Vereinshelden. Habt ihr denn schon Pläne mit eurem Gewinn? Also wir haben jetzt gerade wieder Gehege gebaut. Und das verschlingt natürlich auch immens an Geld und die Versorgung der Wildtiere, das Futter und was man dann so alles braucht, das geht auch ordentlich ins Geld und da sind wir über den zweiten Platz oder über den Preis sind wir sehr dankbar, weil das hilft uns schon unheimlich. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Geld auch eine große Rolle gerade bei diesen Einsätzen auch spielt. Gibt es denn eine Möglichkeit, euch als Verein auch außerhalb des SWE-Vereins Helden zu unterstützen? Also man kann natürlich spenden, das ist das Klassische, oder in unserem Förderverein Mitglied werden. Das wäre dann die andere Möglichkeit, wo es dann regelmäßig ist, also wo ein jährlicher Beitrag ist, wie der Mitgliedsbeitrag bei einem Verein. Ja, ich gratuliere natürlich nochmal ganz herzlich zum zweiten Platz und ich finde sowas
Ja, wirklich toll. Ich bin ja selber Hundebesitzer und man weiß nie, was kommt. Deshalb wirklich Hut ab vor eurer Arbeit. Danke. Dankeschön. Vielen Dank.